Was geht ab, Leute? Euer Koste und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Wie ihr es natürlich sehen könnt, habe ich heute einen Gast in meinem Video und zwar BHP Dao. Du stellst dich am besten kurz selber vor und dann fahren wir fort. Was geht ab? Ne? Freut mich auf jeden Fall, dass ich hier sein kann, dass wir jetzt heute zusammen ein Video drehen. Mein Name ist BHP Dao, vielleicht kennt mich ein paar, vielleicht auch nicht, aber wenn nicht, kennt ihr mich jetzt. ich mache auch auf jeden Fall Videos über Klamotten, so bla bla bla, auf jeden Fall. Könnt ihr gerne abchecken und was machen wir heute? Ich habe mir vorgenommen, heute mit dir 4 Kurzarmhemden vorzustellen. Also wir haben 4 Kurzarmhemden vorbereitet. Jeder hat 2 Looks und wir stellen euch insgesamt also 4 Looks vor. Deswegen auch BHP Dao am Start. Er zeigt das Ganze in seinem Look und ich zeige euch das Ganze in meinem Look, damit ihr auch vielleicht mal einfach eine andere Perspektive habt. Und ich hatte das ja schon mal in meinem Favorite-YouTuber-Video erzählt, dass er eigentlich einer von meinen Lieblings-YouTubern ist und deswegen ist der Bruder am Start. Deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht mal ganz cool, auch ein bisschen Inspiration von ihm zu bekommen. Ihr könnt auf jeden Fall auch gerne seinen Kanal abchecken und wir haben zeitgleich noch ein sehr cooles Video auf seinem Kanal gedreht. Das ist jetzt auch online. Deswegen, nachdem ihr dieses Video geguckt habt, klickt unten auf die Infobox und dort gelangt ihr zu seinem Video und dann könnt ihr das Ganze da auch nochmal abchecken. Also ziehen wir einfach die Outfits an, du legst los und wir zeigen euch jetzt einfach die Outfits und dann können wir schauen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, Outfit Nummer 1. Philipp erzählt uns einfach am besten selber was dazu und dann sage ich mal, was ich von dem Outfit halte. Bei dem Outfit habe ich mir ein bisschen gedacht, so, okay, guck mal, Sommertage, ein bisschen heiß und so weiter. Ich bin kein großer Fan von kurzen Hosen. Deswegen habe ich mich für diese entschieden und vor allem diesen Ton, weil der greift, finde ich, ganz gut diesen Sommervibe auf. Ja, voll. Ja, ist auf jeden Fall eine Frauenhose, ne? Also von daher auf jeden Fall Frauenabteilung immer schön berücksichtigen. Und ja, das schwarze Hemd fand ich eigentlich ganz cool, weil das so oversized geschnitten ist und relativ crop. Ist ebenfalls von der Frauenabteilung, ne? Wir werden euch auf jeden Fall alle Sachen, also alle Outfits, ob von Philipp oder von mir, wir werden euch auf jeden Fall alles unten in der Infobox verlinken. Deswegen braucht gar keine Fragen zu stellen. Checkt einfach die Infobox ab, dort findet ihr alle Looks. Wundert euch nicht, wenn es von der Frauenabteilung wird. So, weißes T-Shirt habe ich ausgewählt, damit das so ein cleanes weißes oder weißen Look hat. So. Ja. Und quasi als kleinen Eyecatcher habe ich nur halt dieses schwarze Hemd. Ja. Schuhe habe ich, muss ich dazu sagen, sind schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber finde ich sehr nice. Zara? Ja. Ich habe die ähnliche oder vielleicht sogar dieselben, ich weiß es gar nicht. Aber die haben die, also ich habe die sogar im Sale gezogen, 30 Euro oder so. Ja, ich habe glaube ich auch 30 bezahlt, aber ich muss sagen, für Zara hätte ich zum Beispiel nicht gedacht, dass die so eine chillige Qualität haben und auch wirklich bequem sind. Ja, weil ganz ehrlich, wenn dir für 30 Euro einen Schuh holst von Zara, denkt man eigentlich nicht, aber ich trage den Schuh auch extrem gerne. Meiner ist noch komplett sauber, weil ich den so selten getragen habe. Eigentlich, wenn ich den so sehe, echt ein schöner Schuh und ich finde halt perfekt, jetzt beispielsweise mit der Hose super gematcht, also die Farben übertrieben gut. Und auch mit dem Hemd, das Einzige, was so quasi eine dunklere Farbe hat, um einfach so ein bisschen Kontrast zu schaffen. Accessoires, minimalistisch, eigentlich ein sehr chilliges Outfit. Ich muss dazu ganz kurz sagen, ich habe vergessen, weil wir haben ja Sommerhemden gesagt, Sommervibes und sowas. Ich habe meine Sonnenbrille vergessen. Ja. Tatsächlich habe ich eine Sonnenbrille dazu getragen. Aber ja, stellt euch einfach jetzt eine Sonnenbrille hier vor. Würde jetzt auch noch gut passen, aber ich finde so an sich, der Look ist richtig cool. Auch das Kurzarmhemd vom Fit, muss ich sagen, eigentlich echt cool, obwohl es aus der Frauenabteilung ist. Auf jeden Fall sehr chillig. Und dann machen wir weiter mit meinem Outfit. Ich habe jetzt ebenfalls ein schwarzes Kurzarmhemd dabei. Und jetzt könnt ihr eventuell mal sehen, wie ich das gestylt habe. Also ein bisschen anders als Philipp. Und dann würde ich sagen, ziehe ich mich mal eben um und wir machen weiter. So Leute, da sind wir zurück mit meinem Outfit. Dior Sneaker, Hose ist von Only & Sons, ist eine Chino mit einer etwas weiteren Öffnung. Ich habe drunter so ein random H&M Tanktop an. Und das Hemd ist von Weekday Kurzarmhemd. Ist jetzt, ich sag mal, ähnlich wie deins von deiner Lieblingsmarke Weekday. Bei dir ist der Fit jetzt, sage ich mal, ein bisschen anders, also ein bisschen mehr cropped. Das ist halt aus der Männerabteilung standardmäßig. Das ist so der Look. Ich hatte den schon mal auf Instagram gepostet. Ist halt zweifarbig und ich finde, bei zweifarbig kann man eigentlich nicht viel verkehrt machen. Also es ist schwarz-weiß in den Schuhen und mit dem Unterhemd nochmal wieder. Das ist eigentlich so im Großen und Ganzen der Look. Ja. Was sagt der Experte? Nee, also safe, also wie Costa gesagt hat, also so auf jeden Fall schlicht gehalten, aber dennoch trotzdem cool, vor allem die Schuhe. Ne? Sehr, sehr kleine Eyecatcher quasi, so genau. Die Schuhe eingebaut, ja, der Rest ist eigentlich
sehr basic gehalten. Genau. Und für mich ist so, ich glaube, das gilt auch, oder du bist auch so, dass immer so ein kleines Teil, also ja, jetzt safe. Nicht so ein übertrieben lautes Teil, aber ein kleines Teil soll immer ja. Eyecatcher sein. Das ist zum Beispiel bei mir das Hemd gewesen, durch ja. die Farbe, bei ihm durch die Schuhe. Deswegen zweifarbig, wie gesagt, kann man jetzt nicht viel falsch machen, aber ja. cooles. Das probiere ich eigentlich immer in meinen Videos immer zu vermitteln, dass man lieber wirklich immer alles basic haben soll und dann ein Eyecatcher, ein Highlight-Piece quasi mehr oder weniger und das reicht auch schon. Ja. Weil wenn man zu viel reinhaut, sieht das so... Dieses gewollt, aber genau, so, ist so, ich so gezwungen. Und schrei nach Aufmerksamkeit. Genau. Sodass, oh, hallo, bitte seht mich so einfach. Korrekt. Deswegen finde ich solche Looks, die sind dann meistens so etwas zurückhaltender, aber ich ja. finde, damit wirkt man viel stilsicherer und eigentlich, genau. weißt du selber, ne? Also, low-key so einfach, ich mach mein genau. Team, alles so. Genau, viel chilliger, deswegen sehe ich genauso. Und dann würde ich sagen, schmeißt du dich in deinen zweiten Look und dann machen wir weiter. Okay, Outfit Nummer 2, dann erzähl mal was. Ja, also ich habe mir gedacht so, okay, ich hatte schon ein Outfit mit langer Hose und so weiter, ne? Da dachte ich mir, okay, wir wissen selber, diese Tage kommen mit 37 Grad und sowas, deswegen wie aktuell. Holen wir die, oder packen wir die Shorts aus. Ich, wie gesagt, bin eigentlich lange Zeit kein Fan von Shorts gewesen, mittlerweile ist es okay, wenn es so heiß ist, geht nicht anders. Und ja, ich habe mir eigentlich nichts Großes bei gedacht, ich wollte einfach es hell halten, also ich mag generell helle Farben für den Sommer. Ja. Das gelbe Hemd habe ich mir einfach gedacht, so greift so ein bisschen diese Sommer- oder Sonnen-Vibes auf. Ja, voll. Ja, auch ein bisschen Oversize angelegt, halt so wie ich meine Sachen halt immer trage. T-Shirt, weiß halt wieder gehalten, in die Hose gesteckt. Bisschen sportlich dann, beziehungsweise so ein bisschen diesen sportlichen Vibe rausgeholt mit Air Force und längeren Socken. Ich feiere das so sonst. Und ja. Also du hast immer noch dieselben. Also ja. Sonne ja. würde ich wahrscheinlich tragen. Safe auf jeden Fall, erinnert mich so ein bisschen an so Tennisclub-Vibes, ja, auf jeden ja. Fall, als ob du gerade zum Tennis gehen würdest, cool, oder als ob du gerade zum Strand gehen würdest, auf jeden Fall sehr freshes Outfit für den Sommer, bin ich voll bei dir, dadurch, dass du nur helle Farben hast, erinnert safe direkt an den Sommer, aber ich finde das Hemd von der Farbe her cool, auch mit der weißen Hose, weiße Schuhe, weiße Tennissocken, also hat auf jeden Fall einen sehr coolen Vibe. Extrem sommerlich gehalten, würde ich auf jeden Fall genauso tragen. Ja, finde ich auf jeden Fall sehr chillig. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit ja, meinem zweiten Look und somit auch dem letzten Look. So, kommen wir zu meinem zweiten Outfit und hier handelt es sich um mein Enrique Iglesias Summer Outfit. Ich denke mir, du würdest es jetzt nicht so tragen, aber das ist so meiner Meinung nach Inbegriff von, weiß nicht, Mykonos, Santorini Urlaub, also auf jeden Fall so ein Urlaubsoutfit. Deswegen habe ich das jetzt mal reingenommen, einfach falls ihr irgendwie in den Urlaub fliegt oder sonst irgendwas, ist das meiner Meinung nach ein sehr chilliger Look. Diese Latschen, ich finde Latschen ist immer extrem schwierig, die Dinger finde ich ganz cool von Espadrille oder beispielsweise Birkenstocks ist auch immer eine Alternative, die auf jeden Fall klar geht. Hose ist von Zara, ist so eine sehr dünne Leinenhose, auf jeden Fall sehr chillig. Und das Hemd ist ebenfalls von Zara. Und das ist auch so ein ja, Waffelmuster oder keine Ahnung, ist so ganz leicht transparent, aber hat einen sehr chilligen Fit. Hier in Deutschland sowas zu tragen, meiner Meinung nach sehr schwierig, außer man geht jetzt in eine Beachbar oder sonst was. Vom Vibe her passt das nicht so weit. Ja, aber ich sag mal, für den Urlaub auf jeden Fall der perfekte Look, wenn man abends irgendwie rausgeht oder so, finde ich eigentlich sehr chillig. Und jetzt einmal deine Meinung zu dem Look. Ja, also ich finde auch, als ich das gesehen habe, dachte ich mir direkt so Griechenland-Urlaub, so ein bisschen am Strand, abends Dinner haben oder sowas. Also passt auf jeden Fall sehr nice. Helle Farben, wie gesagt, für den Sommer könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Also traut euch da auf jeden Fall. Ansonsten, ja, also ich hast schon recht, ich würde das selber nicht so tragen, weil ich habe auch nicht so, ich habe nicht die Ästhetik dafür, finde ich. So. Oh, doch, das wird schon gut klagen auf jeden Fall. Ja, safe. aber ja, ich finde es auf jeden Fall cool, passt auch zu dir, so auch so ein bisschen so teuer und sowas, also ganz cool. Birkenstocks könnte ich mir zum Beispiel auch sehr gut vorstellen, ja, so safe. Weiß oder sowas. Ja, hatte ich jetzt keine parat, sonst hätte ich die auch eingebaut, weil Birkenstocks auch eigentlich, wenn es so um Latschen geht, mit das bequemste und ich sag mal, die Latschen sind jetzt sehr speziell, die könnte man jetzt zu einem Casual-Look oder zu so einem, ich sag mal, etwas lässigeren Street-Look oder so, könnte man die nicht anziehen. Mhm. Birkenstocks wiederum, weißt du selber, kannst du zu streetigeren Looks, ja, kannst du die trotzdem noch tragen und du kannst sie zu so schickeren Outfits tragen. Kosten nicht viel Geld und deswegen eigentlich Birkenstocks für den Sommer schon so ein guter Allrounder auf jeden Fall, ne, der auf jeden Fall eine Empfehlung ist. Und ja, ansonsten, die Hose erinnert mich ein bisschen so an diese Issey Miyake-Vibes durch diese Striche, ja, sehr leicht, ja, auf jeden Fall. Deswegen habe ich mir die auch geholt. Wie gesagt, der Stoff ist übertrieben dünn, sehr leicht, sehr guter Fit. Chillige Hose hat oben so einen Elastikbund, deswegen auch nochmal gut. Und that's it eigentlich. Das waren unsere vier Outfits. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Inspiration mitnehmen können. Wie gesagt, zweimal
eine ganz andere Perspektive als die meine, die jetzt, ich sag mal, im Endeffekt nicht ganz so anders ist. Also wir haben schon sehr viele Überschneidungen in unserem Stil. Also wir mögen sehr gerne diesen Oversized-Look, diesen lässigen Look. Aber zum anderen trage ich auch zwischendurch solche Outfits, wo du dich zum Beispiel nicht so siehst, aber was dir auf jeden Fall safe stehen würde. Ja, ich denke einfach, wir haben halt so, generell, wir sind jetzt nicht so anders vom Typen her so. Wir haben schon viele Gemeinsamkeiten, was die Styles angeht, aber jeder nochmal in seine eigene Richtung so. Genau. Deswegen glaube ich, ist das nochmal ganz gut für euch zu sehen, so, in welche Richtung man da gehen kann, obwohl man denselben Stil hat. So. Ja, falls euch das Video gefallen hat, falls ihr mehr von Philipp und mir zusammen sehen wollt, schreibt es auf jeden Fall gerne in die Kommentare. Daumen schreibt, Daumen nach oben, auf jeden Fall safe. Schreibt gerne auch in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat, welche Outfits euch gefallen haben. Wie gesagt, alles ist unten in der Infobox verlinkt. Und nachdem ihr dieses Video geguckt habt, geht in die Infobox, checkt seinen Kanal ab. Dort findet ihr nämlich ein weiteres Video von uns. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao, ciao.